Ja, hallo und herzlichst willkommen zu dieser kurzen Aktienanalyse. Heute haben wir die Aktie Procter & Gamble mal unter die Lupe zu nehmen und ich habe mal kurz gegoogelt, was denn so die Börsennews über diese Aktie gerade berichten und da gibt es natürlich aktuelle News und da möchte ich mir nur mal kurz ganz kurz drüber schweifen, denn mir ist Folgendes aufgefallen. Wenn man jetzt in Google hier mal kurz googelt, zum Beispiel nur die Begriffe Aktiennews Procter Gamble, ja, dann kommen hier diverse Newsseiten und man möchte meinen, naja, unterschiedliche Meinungen, ja. Und dann bin ich mal so auf drei, vier, fünf von diesen Newsseiten draufgegangen, die ich relativ selten eigentlich benutze, die hier so gelistet sind. Aktiencheck. Aktien, na, da ist es ja, Aktiencheck und Vista und Finanzen, dort den Finanznachrichten.de. Man müsste meinen, ja, das sind vielleicht unterschiedliche Viewpoints. Also man möchte ja unterschiedliche Meinungen hören, ja, um sich dann seine eigene bestmögliche Meinung bilden zu können, ja, und auch Fundamentaldaten recherchieren und all diese Sachen natürlich auch, ja, am besten. Unterschiedliche, wie soll ich sagen, man will ja über seinen Tellerrand hinausschauen, ja, seinen Horizont erweitern. Und was ist mir aufgefallen? Ich bin auf drei, vier dieser Seiten draufgegangen, ja, und dann gehst du da eben so drauf und dann denkst du dir, ja, also das ist ja eigentlich nur so eine Art Newsfeed, ja, und die Überschriften und liest mal so ein bisschen durch. Und ja, da steht dann was von, na, ich sehe es. Verdammte Maus. Also, dann denkst du dir, naja, gehe ich mal woanders hin und dann hast du hier wieder so eine Art Newsfeed. Also, um es kurz zu machen, irgendwie spinnt meine Maus gerade. Das ist die Hölle, diese Seite ist die Hölle. Da ist so viel Werbung drauf, das kannst du nicht mehr navigieren. Das Finanzen.net, das ist so abgestürzt, das ist unglaublich. Das ist so. Also, weißt du, Werbung ist schön und gut, aber wenn du so richtig zugeschissen wirst, ja, wenn du auf so eine Seite gehst, das ist echt ekelhaft. Aber auf jeden Fall, ihr seht es schon, es sieht jedes Mal fast gleich aus. Und dann liest du hier so, oh, hier ist ein Beitrag gelistet von der Aktionär, stellvertretender Chefredakteur etc. etc. Und dann klickst du drauf, ich weiß jetzt nicht, wo ist es denn hier, da, der Aktionär hier, oder hier, ja, Procter Gamble und so weiter. Und du klickst halt drauf, also kurz gesagt. Es ist alles das Gleiche. Ne? Die ziehen sich alle die gleichen Newsfeeds und sozusagen listen die komplette erste Seite von Google, wenn du mal das selber nachkontrollieren willst. Also ich finde das schon sehr ominös, das Ganze. Ja, weil es ist letztendlich Duplicate Content mehr oder weniger. Egal, also Duplicate Content, das heißt dasselbe immer wieder und normalerweise filtert es ja Google raus, aber es ist eigentlich eine eigene Welt für sich. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz Procter Gamble hier an und gleich vorab, also Procter Gamble ist, habe ich bei mir im Portfolio, ja, immer so zwischen, tja, schwankt zurzeit ist mein Portfolio, habe ich ziemlich viel eingecashed, ja, ich habe ein paar, doch einiges in Aktien verkauft und von daher ist aber Procter Gamble nicht, ja, von daher ist sozusagen der Prozentanteil mal kurz eben von publiken 10% auf, also knapp über 10% auf über, ja, was haben wir jetzt? Ja, fast 25% derzeit, ne, weil ich so viel Cash habe. Procter Gamble habe ich nicht verkauft. Ja, das ist eine von den wenigen Aktien, die ich nicht eingecashed habe. Warum? Weil was mir sehr gut gefällt, ist, dass. Also sagen wir mal, ich habe so im Schnitt immer so um die 20 Aktien. Ja, ich versuche nicht recht viel mehr wie 20 Aktien zu haben. Also dann müsste mein Depot schon mehrere Millionen wert sein, wenn ich da mehr wie 20 Aktien bräuchte. Es ist nicht die Masse, ja, es ist definitiv die Klasse, was ein gutes Portfolio ausmacht, ja. Man sieht mal Warren Buffett etc., ne, die haben ja auch nicht 100 Aktien im Depot. Ne? Das ist völliger Quatsch. Da verlierst du den Überblick. Ja. Ja, also zurück zum Thema. Und was mir halt aufgefallen ist, dass immer wenn zum Beispiel, ja, ich würde mal sagen,
alle, mehr oder weniger alle Aktien irgendwie schwächeln, wie jetzt eine Microsoft, wie jetzt eine Google und ja, alle zyklischen Aktien halt, ja, SAP und so weiter. Dann hält meistens die Procter & Gamble immer ein bisschen dagegen. Ja? Also wenn sozusagen der ganze Markt irgendwie runtergeht um, sagen wir mal, 3%, ja, so ein kleiner Rücksetzer oder sowas, ja, 3 bis 5%. Ich glaube, gestern oder vorgestern am Montag hat man ja mal so 2-3% Rücksetzer. Ne? Dann ist irgendwie alles rot im Portfolio. Und zwei Aktien habe ich oder drei, die halten da immer dagegen. Die sind immer grün, ja, wenn alle anderen rot sind. Ja? Und die eine ist Barrick Gold. Also das ist letztendlich eine der die mitunter die solideste Goldaktie, die es gibt. Und die auch Dividende abwirft und Procter & Gamble, ja, die hält auch immer dagegen. Also wie soll ich sagen, so ein Counterpart und auf der Waage, ne? Die ein bisschen dein Portfolio ausbalanciert, ja. Und von daher gefällt mir die so gut, dass ich die also noch nie ein Stück von der verkauft habe, ja. Also, und auch wenn ich dann so Phasen habe, wo ich mal Gewinne mitnehme bei der einen oder anderen Aktie, die Procter & Gamble lasse ich einfach mal laufen, ja. Dividende gibt es natürlich auch alle Vierteljahre. Wegen der Dividende, ganz ehrlich, würde ich die jetzt nicht kaufen, weil die ist, wenn überhaupt 3%, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Schauen wir mal nach, wenn wir jetzt das Video hier nochmal Procter & Gamble. Was hat die Dividende 2,37%. Ja, also ich blende es mal kurz ein hier. 2,37% Dividende. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht die Welt. Das ist ungefähr die Hälfte von ungefähr halb so viel wie eine Gazprom oder nicht mal halb so viel. Ja? Also wegen der Dividende kaufe ich sie nicht, aber weil sie so eine gute Balance ins Depot bringt einfach. Ja? Und man sieht jetzt hier auch, zum Beispiel allein schon hier bei dem Chart auch, ja, wie gut die jetzt gelaufen sind in letzter Zeit. Jetzt wenn wir mal hier 3 Jahre machen und unser kleiner berühmter Mini-Crash, unsere Korrektur aus Dezember 2018, wo ist denn der? Den sieht man gar nicht. Also das ist ja, das müsste ja hier gewesen sein, ne? Schau dir das mal an. Das hat die Aktie gar nicht gejuckt. Das ist ja lächerlich. Ja. Das fällt mir jetzt erst gerade auf. Das ist da, wo alle anderen Aktien einen riesen Dip gemacht haben, ja, so 20% und plus. Da ist die gerade mal von 96 auf, also sich 10 Euro ist ihr gefallen, ne? Nicht einmal. 8 Euro, das ist lächerlich, ne? Also, ja, ich bin jetzt richtig selber baff, ja. Es ist ja unglaublich, es ist unglaublich, aber es ist so. Ah, man kann den. Es ist die haben die Plattform umgeändert hier und das funktioniert alles anders. Man kann das jetzt nicht mehr zusammenziehen. Also ich muss auf 3 Jahre umsteigen. Das ist bescheuert. Was ist das hier unten? Ah, das ist das, wo man es zusammenzieht. Meine Herren, warum müssen die alles immer ändern? So. Es ist, wie kontinuierlich die da bergauf geht. Also, die Aktie fasziniert mich. Die fasziniert mich wirklich. Und dieses neue Chart-Tool von DeGiro fasziniert mich auch. Also, es ist so extrem gewöhnungsbedürftig. Vielleicht sollte ich mich damit befassen. Habe ich aber weder Zeit noch Bock. Ja. Learning by doing, ja. Also, war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das Video, aber egal. Ich denke,
denke, der Punkt ist rübergekommen. Procter & Gamble kriegt von mir 2 Daumen hoch. Ja, fett. Ist eine krasse, hat einen antizyklischen Touch. Ja, es gibt Dividende, extremst stabile und solide Aktie. Ja, ich darf und will und kann ja keine Aktien empfehlen, aber bild dir deine eigene Meinung, ja. Bilde deine eigene Meinung. Also auf jeden Fall besser, wie auf dem Sparbuch zu viel Geld rumliegen haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe zurzeit sehr viel Cash, ja, auf meine Cash-Konten, ich kann jederzeit wieder einkaufen, aber irgendwie ist mir so, die letzten Anstiege waren mir zeitlich in zu kurzen Abständen, ja, also so im November und so weiter, also. Und wir haben es ja diese Woche gesehen, ne? Also da geht es mal ganz schnell 3, 4, 5% wieder runter. Und ja, und nächstes Jahr kommt dann eben die Wahl und das ist. Ich bin der Meinung, dass es mal wieder eine etwas stärkere Korrektur fällig ist oder beziehungsweise innerhalb der nächsten 12 Monate, und ich habe keinen Bock zuzusehen, wie mein. Wie mein Depot insgesamt ja um 20% runtergeht. Und das ist eben so meine Meinung dazu. Aber hier sollte es ja nur um die Procter & Gamble gehen. Okay, damit mache ich jetzt Schluss und abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht abonniert hast. Und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao, ciao.